Guten Tag, hier ist der Gregor Höll von Atelier Vision und ich zeige Ihnen jetzt die Pfotenpage. Die Pfotenpage ist eine speziell von uns entwickelte Internetseite für Tierschutzvereine. Die Aufgabe von Tierschutzvereinen, die ist in der Regel ja die Nummer 1, Tieren zu helfen und Tiere zu vermitteln. Nummer 2, aus unserer Sicht, Spenden zu sammeln. Das ist ja das Hauptproblem der meisten Tierschutzvereine, dass das Geld fehlt. Das heißt, eine Homepage kann Sie da unterstützen, Spenden zu sammeln. Und aus meiner Sicht Kundenbindung, das heißt Mitglieder, Menschen, die immer wieder die Seite besuchen, Menschen, die Tiere adoptieren oder dann bei Spendenaufrufen reagieren oder Notfalltiere auf Pflegestelle zu übernehmen und damit auch Mitglieder werden. Das ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht die wichtigste Aufgabe eines Tierschutzvereines und natürlich auch der entsprechenden Internetseite. Genau deswegen, und wir haben uns viele Internetseiten angesehen und haben festgestellt, dass viele Internetseiten genau das nicht schaffen. Nummer 1, Hauptproblem, schauen Sie sich 10 Websites von Tierschutzvereinen an, Sie finden meistens keine Tiere. Genau das ist der Grund, warum wir natürlich auf der Startseite auf jeden Fall als wichtigstes haben wir Tiere. Das heißt, wenn jemand einen Hund, eine Katze adoptieren will oder ein anderes Tier, dann muss er die und sollte er die sehr, sehr, sehr schnell finden. Und das kann man hier, indem man die Tiere zeigt. Natürlich haben wir ein Logo, natürlich haben wir ein vollständiges Menü auf dieser Seite. Man kann zum Tierheim, zum Verein, was auch immer, zum Gästebuch gehen. Aber ganz wichtig, man findet schnell alle Hunde, alle Katzen, alle Kleintiere oder Fundtiere, was auch immer, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Gerade Hunde oder Katzen, die schwierig zu vermitteln sind, die können damit dann auf die Startseite. Hier als Beispiel haben wir 3 Hunde. Wenn ich auf alle Anzeigen gehe, habe ich natürlich mehr Tiere auf der entsprechenden Seite. Hups, da stimmt was nicht ganz. Das muss man noch korrigieren. Hier ist die korrigierte Seite und hier hätte ich dann noch mehr Informationen. Das nächste ist, wenn man ein Tier vermitteln will, braucht man Informationen. Man will wissen, oder Bewerber wollen natürlich wissen, was ist das für ein Tier, was ist das für eine Rasse, wie alt ist das Tier, wie lang wartet das Tier, ist das Tier neu, ist das Tier reserviert, ist es auf Probe vermittelt, so wie hier überall sichtbar, ist es ein Langzeitinsasse, alles das kann man hier sehr, sehr übersichtlich sehen und wir empfehlen auch für erfolgreiche Tiervermittlung ganz klar, dass man ein sehr gutes Profil eines Tieres hat mit möglichst vielen Bildern, die man hier anschauen kann, möglichst auch Bilder, die man groß machen kann, wo man sich hier sehr gut durchklicken kann, wo man auch die Bilder des Tieres sieht. Sehr viele Tierschutzvereine machen den Fehler, dass sie nur ein Foto und das noch dazu sehr klein ihrer Tiere zeigen. Wir haben hier natürlich die Grunddaten des Tiers. Das Alter kann man als Geburtsdatum eingeben und dann wird automatisch das Datum berechnet. Also ein Monat später ist dieser Hund dann 6 Jahre und 6 Monate alt und so weiter. Man sieht auch, wie lange er wartet. Wir haben verschiedenste Angaben, wie die Größe, das Geschlecht, aber noch viel, viel weitere Angaben, die hinterlegt werden können. Das Datum der letzten Änderung ist auch sichtbar. Dann kann man natürlich und sollte man diese Tiere bei Facebook, Twitter und Google Plus teilen können, damit Tiere dann auch besser auch in den Netzwerken sichtbar sind. Natürlich brauchen Tiere Texte, Beschreibungstexte oder Updates, die können hier in beliebiger Länge eingegeben werden, so wie hier auch Bilder. Es gibt auch noch einen Reiter für Videos. Videos können selbstverständlich auch hinterlegt werden. Dazu lädt man ein Bild hoch bei YouTube und kann dieses Video dann hier problemlos einbinden. Das Gleiche gilt natürlich auch für Katzen. Das Gleiche gilt natürlich auch für andere Kleintiere, sodass man für diese verschiedenen Bereiche hier die verschiedenen Tiere hat. Dort kann man auch, wenn man das hat, Tiere in verschiedenen Kategorien definieren und einstellen.
wie zum Beispiel Hunde im Tierheim, Hunde auf Pflegestelle, Hunde anderer Vereine oder Paten gesucht oder weitere. Diese Menüpunkte sind absolut flexibel und können verändert werden. Wir haben auch alle Rassen hinterlegt, so wie Sie sie hier sehen. Diese Rassen können auch erweitert werden. Also das System ist sehr, sehr flexibel und kann sehr stark erweitert werden oder genau auf das angepasst werden, wie Sie das brauchen. Das ist das eine. Das zweite Modul, ganz, ganz wichtig aus unserer Sicht und sehr, sehr hilfreich für die Tierschutzvereine, für die wir Website machen, sind die Spendenaufrufe. Das heißt, wir haben einerseits die Spendenaufrufe, die wir an dieser Stelle sehen und die dann auch verschiedentlich an verschiedenen Stellen in der Internetseite gesehen, gezeigt werden. Wenn ich da draufklicke, komme ich auf den Spendenaufruf von diesem Tier beispielsweise. Wir haben hier einen Spendenbalken, da sehe ich, das Tier hat 450 Euro benötigt, hat 390 erhalten. Am Anfang ist das natürlich das Verhältnis anders. Wir machen es sehr, sehr leicht, um den Spendern zu spenden, nämlich mit einem PayPal-Button, mit der Bankverbindung natürlich. Und wir sagen auch Danke, beziehungsweise man kann diese Tiere, die Menschen, die für das Tier gespendet haben, hier natürlich hinterlegen. Es ist sehr wichtig für manche Menschen, die Geld ausgeben und Geld spenden, dass sie dann auch tatsächlich sehen, dass sie auch genannt werden als Rückmeldung. Hier hat man die Möglichkeit, im Spendenaufruf das entsprechend hier zu beschreiben oder den Spendenaufruf zu beschreiben. Unter Spenden hier haben wir dann eine Liste der Spendenaufrufe, die dann entsprechend teilweise aufgefüllt sind oder erfolgreich beendet sind. Unsere Erfahrung zeigt, und ich selber als Webdesigner mache Tierschutz schon seit 7 Jahren ungefähr und bin auch im Bereich Fundraising sehr aktiv diesbezüglich. Wenn man nur Menschen bittet, Geld zu spenden und eine Bankverbindung angibt oder einen PayPal-Button hat, dann wird in der Regel sehr selten gespendet. Wenn man einen ganz konkreten Tierschutzfall hat, so wie dieser Hund oder ein Beispiel hier, den Aufruf, ein Kleingehege, ein Gehege für Kleintiere zu finanzieren oder verschiedene andere Dinge, dann mit Bildmaterial, mit einem ausführlichen Text zu einem Tier, dann ist es sehr viel leichter, entsprechende Spenden zu bekommen. Das heißt, wenn Sie Spenden brauchen, wovon ich ausgehe, dass jeder Tierschutzverein eigentlich Spenden braucht, dann ist es immer gut und wichtig, wenn man dazu eine Story hat, so dass Menschen sich auch vorstellen können, ich spende jetzt für dieses Tier oder dieses Tier oder dieses Projekt. Soweit zu dem Thema Spenden. Natürlich, Sie sehen hier, wir haben die Rubriken für die Hunde, für die Katzen, für die Kleintiere, für die Fundtiere. Wir haben hier eine Möglichkeit, Hunde vermittelt 2015, 2014, 2013, das gleiche auch für die Katzen. Das heißt, ein Tier, der hier zum Beispiel eingestellt war, ist mit wenigen Mausklicks dann auf vermittelt zu stellen und der landet dann automatisch hier drin. Also ist automatisch archiviert. Das Tier ist immer noch vorhanden, also man kann es auch über die Suchfunktion und über Google suchen. Es wird nicht gelöscht, aber es erscheint dann einfach in dieser Rubrik. Tiere, die sterben, können hier auf die Regenbogenbrücke auch gesetzt werden. Das ist aus unserer Sicht auch sehr wichtig, dass man Tiere nicht löscht, sondern diese Tiere haben sozusagen ihren Platz auf der Homepage, auch wenn sie nicht mehr leben sollten. Dann haben wir hier verschiedene weitere Seiten zum Thema Allgemeines, zu Schutzgebühren, zu Abgabegebühren, zu wie kann geholfen werden und so weiter, News und Events, Bildergalerien. Das können Sie alles nutzen, das müssen Sie nicht nutzen. Also das hängt dann ein Stück weit ganz klar von Ihnen ab, was Sie davon brauchen. Wenn Sie etwas nicht brauchen, dann können wir es deaktivieren. Wenn Sie etwas brauchen, kann man es auch nachträglich wieder aktivieren. Genauso hier die Menüpunkte oben. Wir haben eine ganz klare Trennung. Alles, was mit
Tieren und Spenden zu tun, hat sie hier im Hauptmenü. Und dann alles, was mit dem Verein selbst zu tun hat, haben wir auf einer weiteren Ebene. Wenn Ihnen das etwas zu viel ist an Inhalten, kann man auch alles in eine Ebene reintun. Das wäre natürlich auch keine große Geschichte. Nicht zu vergessen ist der sogenannte Footer auf einer Internetseite. Wir haben hier im Footer natürlich die vollständige Adresse, gegebenenfalls die Öffnungszeiten, falls Sie ein Tierheim haben. Wenn nicht, kann man das auch rausnehmen. Und hier Kontakt, Anfahrts, letzte Änderung, das Spendenkonto, Impressum, Newsletter und Datenschutzangaben. Die Möglichkeit, dass man eine Seite liked natürlich. Ein Link zu Facebook natürlich auch zur eigenen Facebook-Seite. Was natürlich zu unterscheiden ist von einem normalen Like. Also wenn ich jetzt hier draufklicke und die Seite teile, erscheint in meinem Profil. Wenn ich sie like, würde eine Nummer hier erscheinen. Das soweit mal als grundsätzlicher Aufbau der Pfotenpage, die für ein Tierheim genutzt werden kann. Weitere Fragen beantworte ich dann gerne persönlich.